Die Histogrammerstellung mit bedingter Formatierung Teil 2. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Diagramm-Tutorial. Nachzulesen gibt es das Ganze auf theosblog.com vom 20. Oktober 2013. Da gibt es dann auch die Übungsdatei. Dies hier war das Ergebnis von Teil 1. Ich habe mein Histogramm erzeugt auf Basis dieser bedingten Formatierung. Ich habe hier 100 mal 100 Zellen gehabt. Die habe ich gefärbt und das Ganze mit so einem Foto rübergepackt. In diesem Video soll es darum gehen, hier eine vernünftige Beschriftung mittig über die jeweilige Säule zu bringen. Das geht ein bisschen getrickst geht es ganz gut mit den XY Chart Labeler Add-in. Das kann man sich installieren, kann man gratis runterladen. Ja, und dafür brauche ich eine extra Spalte. Diese extra Spalte, die nenne ich mal Klassenmitte. Ich möchte nämlich mittig über jeder Klasse, die Klassen gehen ja von 1 bis 10, von 11 bis 30, von 31 bis 40, möchte ich in der Mitte der jeweiligen Klasse, möchte ich dann Wert drüber stehen haben. Und dafür rechne ich die Mitte aus. Das ist die Formel. Nimm die Obergrenze minus der Untergrenze, teile durch 2 und rechne die Untergrenze drauf. Wenn man das macht, erhält man die jeweilige Klassenmitte. Zum Beispiel hier 71 bis 100 ist die Mitte 85,5. Um die Komma 5 möchte ich mich jetzt nicht streiten. So. Und dann baue ich eine Punktwolke. Und zwar sind das hier meine X-Werte, das hier meine Y-Werte. Ich mache ein Punktdiagramm. Die Höhe des Charts, nicht die Prozente. Die Höhe des Charts bestimmt, wo nachher die Beschriftung liegen soll. Und diese Werte, die Prozente, die sollen als Beschriftung dort stehen. Also aus der Höhe, aus der Klassenmitte, wird eine Punktwolke erzeugt und beschriftet mit den Prozenten. Und das lege ich dann nämlich hier transparent drüber. So, also irgendwo hingeklickt, einfügen, XY-Punktwolke, XY-Punktwolke. Keine Daten. Daten auswählen, hinzufügen, wo sind sie denn? Wo sind die Werte? Die X-Werte, das sind die Klassenmitten. Das war die Beschriftung. Ich will keine Beschriftung. So, das sind die Klassenmitten. Und die Y-Werte, das sind die Höhen der Charts. Ich klicke auf OK. So, jetzt habe ich nämlich ein Diagramm, was hier genau diese Punkte abbildet, darstellt, diese Punkte, die hier mittig drüber liegen. Und ich lege dieses Diagramm hier einfach mal drauf. Mache es ein bisschen größer. So. Ja, und jetzt einfach, Moment, die Beschriftung weg. Und jetzt ganz einfach alles transparent machen. Rechte Maustaste, Füllung, keine Füllung. Rechte Maustaste, Füllung, ja, ist schon. Gitternetzlinien weg, muss man jetzt treffen mit Entfernen. Die Gitternetzlinien weg. Und dann platziere ich nämlich, Moment, Y-Achse weg. Dann platziere ich nämlich genau dieses Diagramm hier so auf das andere. Ja, ein bisschen schmaler gemacht, dass es so halbwegs passt. Und hier unten sage ich nämlich noch was. Rechte Maustaste auf die Achsen, wenn ich sie treffe, ja, rechte Maustaste drauf, Achse formatieren, die soll bis 100 laufen, von 0 bis 100, das sind nämlich meine Werte, die oben theoretisch auch vorkommen können, ja, die sogar vorkommen, also von 0 bis 100. Dann liegen die Punkte jetzt genau hier drüber, ich muss nur das Ganze hier halbwegs deckungsgleich bekommen. Moment, ein bisschen noch höher geschoben, so dass die Punkte genau hier drauf liegen. Und dann will ich natürlich hier keine Punkte haben. Die Punkte, die färbe ich weg. Die Punkte, wo kann ich sie wegmachen? Da gehe ich auf die Füllung, auf die Markierung, auf Füllung oder Markierungsoption, keine. So, und es sind keine Punkte da. Und jetzt beschrifte ich ganz einfach mit dem XY-Chart-Labeler. XY-Chart-Labelers angeklickt, auf Add Labels. Das Add-in muss man halt installieren und dann markiere ich die Prozentwerte und dann, zack, stehen die Werte darüber. Anders hätte ich das jetzt nicht hingekriegt. Moment, noch ein bisschen schöner, ein bisschen fetter gemacht. Und wenn sich jetzt die Werte oben ändern, wenn aus der 17 eine 12 wird, wandern die Beschriftung hier automatisch mit. Ich mache mal aus der 27 eine 33, die wandern automatisch mit. So, jetzt kann ich noch ein bisschen gucken, dass ich hier die einzelnen Felder ein bisschen, ja, dass ich das ein bisschen verschiebe, ne? So, dass die Achse ein bisschen tiefer sichtbar ist, ne? Die Rahmen natürlich noch wegmachen, Rahmen, kein Rahmen,
Ja, und jetzt habe ich durch eine überlagerte Punktwolke eine Beschriftung über mein Histogramm ertrickst, kann von dem Ganzen dann einen Screenshot machen, in meine Word-Dokumente, in meine Berichte einfügen. Und wie das Ganze dann letztendlich zustande gekommen ist, das ist ja herzlich egal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Im dritten Teil geht es dann um die Formatierung der fünf Flächen dann noch. Bis zum nächsten Video.